Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir ein Kühlifon mit dem MB-Truck 1100. Jetzt habt ihr schon wieder lange gewartet auf ein aktuelles neues Video. So, da. Der Luftverlust ist wieder da. Also das Fass ist ein 12,5 Kubikmeter Marchner von Lohnarbeiten Wittmann. Das ist quasi unser Partnerbetrieb. Das Fass hat da oben Anhängung. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wie ich da genau hinkomme. Also das ist jetzt das erste Fass heuer. Ich habe jetzt vorhin schon ein bisschen von der kleinen Grube umgepumpt und jetzt bin ich gerade am Aufrühren gewesen mit dem 6250. Im Stall oben habe ich auch noch einen Spaltenmixer gerade am Laufen, weil die Gülle ist recht dünnflüssig und ich habe oben eine kleine Verstopfung gehabt. Jetzt ist eigentlich der ganze Durchgang unter dem Futtertisch voll. So. Nach Ansaugen, der Schieber müssen noch mal zu sein, also ich hoffe es zumindest. Schalte mal die Zapfhähle ein, befüllen, ja, 1000er Standgas. Ich hoffe jetzt, dass die Zapfhähnkupplung noch schaltet. Ja. Die macht nämlich jetzt ab und zu Probleme, die muss ein bisschen nachstellen. Das haben wir jetzt vielleicht gesehen, das Vibrieren. Also die Zähne arbeiten nur ein bisschen. Das heißt, sie rutscht ein bisschen, wenn man die auslöst. Der Standgas ein bisschen. Das ist schon zu viel. So. Also das Fass bleibt hinten dicht. Es ist nass, ich habe wirklich, ich glaube jetzt 1,5-2 Stunden aufgerührt, aber es bildet sich sofort wieder eine Schwimmschicht. Die sind auch teilweise, sieht man halt die Planen von den Siloballen. Das ist bei uns ein bisschen, ja, also die Kai, die Zunge, die ist einfach nach hinten beim Essen, beim Fressen und dann landet das alles im Spaltenboden drin. Ja, den habe ich jetzt heute noch ein bisschen gewaschen.
Scheibe ein bisschen sauber gemacht, dass man auch was sieht. Ich wollte eigentlich schon früh anfangen, bloß ja, ich mit mir aufrühren und dann habe ich noch andere Geschäfte gehabt, hat sich das alles jetzt ein bisschen verschoben. Das Fass muss ich morgen wieder abgeben in der Früh. Jetzt, also ihr seht es wahrscheinlich erst morgen das Video, also gestern, es ist ja heute Samstag dann. Und da kriege ich es vielleicht auf Nacht wieder oder dann nächste Woche. Dann fahren wir weiter. Also wir fahren jetzt ein bisschen was auf die Wiesen hin. Das Fass hat einen Prallteller noch. Dann nach unten spritzen den. Also der ist noch erlaubt. Die Dingeverordnung ist ja jetzt am Freitag durchgegangen vom Bundesrat. Könnt ihr gerne eine Meinung in die Kommentare drunter schreiben. Ich finde das relativ, ja, was heißt relativ, sehr beschissen. Weil das wieder verallgemeinert worden ist, aber das hilft jetzt sowieso nicht. Dafür protestieren wir ja die ganze Zeit. Dann schafft Verbindung, ne? So. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Ja, die Kaufflüge mittlerweile sind schon ziemlich fertig. Da werde ich dann bei einem neuen aufgedauert und überhaupt habe ich momentan ein wenig ein Rostproblem. Das muss jetzt alles beheben. Der Truck ist eigentlich schon vor 10 Jahren lackiert worden. Allerdings, das Winterfahren ist halt einfach blöd. Da macht sich die Maschine kaputt. Also, ich habe ja eigentlich immer schon den Wunsch, dass ich den Truck einmal in Silber lackiere. Das ist eine Sonderfarbe von Mercedes-Benz. Und ja, schauen wir mal. Muss ich auf alle Fälle einen Haufen Geld sparen, weil jetzt erst ist der 700er dran, den wir herrichten. In so einer Maschine kann man echt einen Haufen Geld einstecken. Ich werde auch noch nächste Woche ein V-Log machen. Ich muss nämlich einen Kupplungsnehmerzylinder tauschen, der ist innerlich undicht. Da ist auch die Ding gekommen. Und eine neue Lichtmaschine kommt rein. Weil ich sehe es jetzt dann beim Fahren, dass der Tacho ein bisschen ab und zu hin und her geht und Drehzahl stimmt auch nicht. Also das sind jetzt ungefähr, schätze mal, 800 Umdrehungen. Weil nachher, wenn wir auf der Straße Vollgas gehen, dann ist er irgendwo hier unten und das stimmt halt überhaupt nicht zusammen. Ne? Da müssen wir jetzt eben schauen, weil das Fass hat da ein bisschen ein Langloch. Das schmiert also ganz gern aus, das wird dann zu voll. Aber ich muss jetzt wirklich, wie gesagt, sowieso schauen, weil wenn die Gülle so dünn ist, dann läuft das Gefahr, dass es drinnen dermaßen schäumt, dass man es fast schon drei Viertel voll machen kann. Ansonsten drauf sind die ganze Zeit raus und man hat hinten eine Riesensauerei. Das habe ich letztes Mal schon gehabt. Und wenn es dann alle drei Fässer wieder nicht aufpasst und dann musst du wieder nachher schwalmen, sage ich mal, also waschen, dann ist das echt nervig. Und ich glaube, dass Oil bin ich ganz passt. Das habe ich letztes Mal schon bemängelt gehabt, das müssen wir mal schauen. Weil vom Truck ist dann so, das geht langsam, also lange kommt nichts und dann auf einmal haut das Fass voll rein. Und dann hast du halt einfach nicht dermaßen Gefühl, ne? Beim Stufenlosen kannst du vielleicht ein bisschen anders da hampern, aber nicht beim 30 Jahre alten Schalter, ne? Aber das sehen wir jetzt auch dann. Das ist wahrscheinlich innen drin, dass dieser so viel Spray hat. Ich schaue jetzt zur Kontrolle lieber mal hinten oben unter die Achse, falls es da wirklich ein Schaum kommt. Dann kann ich nämlich einen Zeiger auf Anschlag drücken und dann macht der Schieber sofort so. Weil das sind auch pneumatische Schieber mit Abschaltautomatik. Dann kann man das ein bisschen regeln nachher. Passt, hat umgeschaltet. So, können wir zapfen mit der Außen an. Kupplung wieder lösen. Dann machen wir da wieder den Entlüftung aus. Auf. Dann müssen wir schauen, dass wir die Kurven kriegen. Weil der Senior hat so ein bisschen ein Hey geworfen. Ich weiß zwar nicht warum. Aber das liegt jetzt alles da in der Kurven drin. Nehmen wir uns den Bock da wieder. Das ist aber mein Ablage für den Schlauch.
Und auf alle Fälle räumen wir so mit zusammen. So, dann stehe ich jetzt so her. Kann ich den so hängen lassen. Weil wenn ich jetzt in einen Bunny liegt, dann kommt die ganze Scheiße da raus. Das ist natürlich absoluter Scheiß. So, dann starten wir. Dann haben wir ein Allrad rein. Das ist auf alle Fälle hübsch. Ich glaube, dass das die Achsen sind. Schau mal, den kriegst du wieder einer. Dann sperren wir den Lenkachs wieder, sonst rutscht man in den Zaun dran. Der Spiegel ist weit auch noch. Wenn der Kreis ist, irgendwann nicht mehr lieferbar. Jetzt muss ich wahrscheinlich zwei neue kaufen. Alles blöd. Schauen wir mal ein bisschen auf. Also, ich weiß es nicht, weil es mit dem Mikro ist. Ich hoffe, dass ihr vom Motorgang ein bisschen was hört. Da sieht man es schon, die Drehzahl stimmt nicht und die Geschwindigkeitsanzeige auch nicht. Die muss ich mal neu kodieren. Kalibrieren. Sieht man es auch vorhin schon, dass der Klarlack oben geht teilweise. Das schaut halt einfach nicht mehr schön aus nachher. Kann ich zwar auf die Bilder meistens gut wegretuschieren, aber so beim Fahren nervt es halt eigentlich schon ein wenig. Deswegen gesagt, auf der Straße, wenn man mit dem Feuer Fass fährt, ist wichtig, Lenkachse sperren. Wir haben auch den Fall schon gehabt mit unserem Grand 8000er Tandemfass, dass er sich aufgeschaukelt hat. Und das da wieder unter Kontrolle zu bringen, ist ziemlich schwer. Ne? So, jetzt ist das Mikrofon aber gekommen. Scheiße. Jetzt warten wir, jetzt müssen wir jetzt die Schraube weggegangen. Mein Gott, nein. Jetzt wird er richtig da jetzt drücken. Dann müssen wir jetzt irgendwann da einklemmen. Da machen wir jetzt dann schnell eine kleine Pause. Wenn ich auf der Wiese bin, dann hole ich das nochmal nicht fest. Weil ich denke, das tut einem Gesicht umeinander. So ging es vielleicht. Hallo Hetzmes, hallo. Ja, es wird schon passen. Jetzt wollte ich ein wenig lauter schmerzen und vielleicht ist er dann besser. Aber gegen den 6-Zylinder-Motor anzukommen ist halt einfach schwer. Sieht man wieder einmal, wo sowas ausmacht. Im Gegensatz zum Studier, weil laut das der ist. Aber es ist halt einfach schön. Bei den neuen Schleppern einfach nicht mehr das Feeling, ne?
wenn man den Motor noch fühlt. Jetzt einige, warum fahre ich das fast nicht mit dem 650? Ja, ich weiß auch nicht, wenn man jetzt 300 PS mit Überleistung mit einem 12, also für ein 12 Kubik Fass braucht, dann weiß ich auch nicht mehr. Weißt du, vielleicht in den Hanglagen, falls ich es fast nicht mehr kriege, dass ich dann gleich einen 250er drin habe, das könnte eventuell möglich sein, weil einfach der Truck zu leicht ist. Ich meine, der Johnny ist ja eigentlich Stobi, den er hat, vom Leergewicht. Mit den größten Rallys ist es einfach alles ein bisschen schmerzfreier. Es kommt das Ganze aufs Wetter drauf, so muss es jetzt natürlich. Das sagt ja ab Sonntag wieder ein bisschen schlechter. Schauen wir mal. Oh, das ist das, was jetzt wieder eine hat. So, Lenkachse haben wir wieder eine. Das ist nämlich ein bisschen eine blöde Kurven da. Da müssen wir nämlich fast 180 Grad fahren. Und ihr könnt euch vielleicht noch an das erste Drohnenvideo so erinnern. Das war mit dem F100 mit dem Rückenwagen. Da wo wir darauf die ganzen Äste zusammengefahren haben. Wo ich gesagt habe, die Straße wird neu gebaut. Das ist jetzt da schon der Fall. Also das ist jetzt fertig, ne? Mei. Das ist das Problem, weil ab und zu der Untersetzer nicht drinnen bleibt. Jetzt fahren wir aber im ersten weg. Allrad rein. Steigungen mit dem E-Drag fahre ich eigentlich generell mit Allrad bis zu Geschwindigkeiten zwischen 25 und 30 km/h. Wenn er zwingt, weil dann doch einfach die PS-Zahl auf beide Achsen verteilt wird. Oh, ist echt so schwer, liegt am Arsch. Das ist einfach die Stößerei. Die hält man jetzt mit der Kugel zum Beispiel nicht. Da ist einfach die Umanhängung. Scheiße, sag ich mal.